Ja, hallo, hier ist euer Dennis Frankfurt mit ein paar Fragen an euren AA Music 97 HD. So, ja, wie findest du Kevin Trapp? So, hi und willkommen. Also, ich finde Kevin Trapp super. Der ist ein super Torhüter und der gehört auf jeden Fall in den Nationalkader. Ja, dann eine Frage. Wie findest du Serdar Lakic Einstieg bei der Eintracht mit 2 Toren? Ja, der Einstieg von Serdar Lakic, ich fand ihn super. Ich habe ihn ja letzte Woche gesehen. Er hat beide Tore geschossen für die Eintracht. Ein Kopfballtor und ein schön herausgespieltes Tor. Ich fand das super. Besser kann man es nicht machen. Okay, eine Frage. Du kennst doch auch Sebastian Jung aus Königstein. Denkst du, er soll wieder in den Beruf einsteigen als Bäcker, wenn er fertig ist mit dem Fußball? Ja, was heißt, wenn er fertig ist mit dem Fußball? Also ich weiß, er hat eine Bäckerlehre gemacht. Über ihn habe ich ja in dem einen Video berichtet. Ich weiß nicht, wie viele Klicks es hat. Irgendwie 90 Aufrufe mittlerweile schon. Ja, ich finde eigentlich, er könnte wieder Bäckermeister werden. Aber das muss er dann selber entscheiden. Noch kurze Information, es sind 96 Klicks auf das Video mittlerweile. Und eine Frage habe ich gerade durch einen Hörer bekommen von einem Eintracht-Fan. Er fragt, was sagst du zu dem Gespann Truchhagen, Fee und Bruno Hübner? Ich finde das super. Also ich meine, die drei haben es ja wohl drauf, wie man sieht, ne? Sonst wäre die Eintracht ja nicht auf dem 4. Platz. Der Fee, die können super irgendwie neue Leute aussuchen und vor allem, die machen viel Jugendarbeit und das gefällt mir. So, habe ich noch eine allerletzte Frage. Denkst du, Fee geht zu Schalke oder bleibt hier? Und denkst du, wir können schon von Champions League reden? Also, erstmal, ich finde es besser, wenn Fee hier bleibt. Das finde ich sogar super. Und es wäre einfach toll, wenn er hier bleibt. Aber letztendlich ist es ja seine Entscheidung. Aber ich finde es halt super. Und wenn er hier bleibt. So, und jetzt Champions League. Ja gut, Fee hat betont, der Klassenerhalt ist das Ziel. Aber Champions League ist jetzt eine Überlegung wert. Also bei dem Tabellenplatz, wenn jetzt nächste Woche auswärts gegen Dortmund wirklich gewonnen wird, was super wäre, und die Eintracht schiebt sich auf den 2. Tabellenplatz vor. Also ich finde, dann kann man auf jeden Fall über Champions League reden. Okay, danke schön, dann bedanke ich mich fürs Video. Amy Music 97 HD. Und dann ist Frankfurt. Dankeschön, tschüss. Tschüss.